Herzlich willkommen zum dankbaren Donnerstag. Eine allerletzte Buchvorstellung, Empfehlung, weil ja, ich habe für mich festgestellt, ich bin nicht zufrieden damit, wie ich hier die Bücher vorstelle. Ich will es ja nie zu lang machen und dann sind dann Bücher dabei, die einfach ja so interessant für mich sind, dass ich eigentlich seitenweise daraus vorlesen würde und ich weiß dann gar nicht immer, wo ich jetzt was rauspicke, was ich anspreche. Und so geht mir das auch bei dem großen Buch von dem Robert Emmons. Das ist ein amerikanischer Psychiater, der ja, viele Untersuchungen gemacht hat, was denn die Dankbarkeit mit einem machen kann. Und ja, sind sehr interessante Ergebnisse, die da rausgekommen sind. Und ja, hier in diesem Buch interessiert mich natürlich noch am meisten, nämlich der Punkt, wie man immer dankbar bleibt. Die Top 10. Erstens führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch. Okay, das ist ja jetzt nichts Besonderes, das wissen wir. Erinnern Sie sich an das Schlechte. Okay, gut. Aber dann eben klar zu haben, okay, du hast es überlebt. Drittens, stellen Sie sich drei Fragen. Was sind denn diese drei Fragen? Ah, da haben wir sie. Was hat mir ein nahestehender Mensch für mich getan? Ach, aus der Praxis des Naikan hier vorgestellt. Was habe ich für ihn getan? Und welche Schwierigkeiten habe ich dem Betreffenden bereitet? Also ja, ein Reflektieren, Nachdenken und ja, finde ich auch sehr sinnvoll. Viertens, lernen Sie Gebete der Dankbarkeit. Okay, und hat dann da eben ein bisschen was aufgeführt. Ich habe ja auch schon mal dieses kleine Büchlein Dankbarkeitsgebete vorgestellt, relativ am Anfang. Und das kann ich auch immer nur wieder empfehlen. Ja, er hat da so drei Beispiele. Dann kommen Sie zur Besinnung. Eine gute Gesundheit, am Leben sein, keine Hautallergien mehr haben, nicht dick sein, weiße Zähne haben, Sport, Augen, Ohren, das sind körperliche Stärken. Also sich klar haben, was alles funktioniert. Sechstens, benutzen Sie visuelle Erinnerungshilfen. Wenn Sie unser Haus betreten, sehen Sie als erstes eine kleine Tafel aus Keramik über dem Spiegel im Flur hängen, in deren Mitte die Worte "Sag Danke" eingraviert sind. Wenn Sie sich aus dem Kühlschrank etwas zu trinken holen, entdecken Sie vielleicht einen Magneten mit einem Zitat von Eleanor Roosevelt an der Tür. Gestern ist Geschichte, morgen ist ein Geheimnis, heute ist ein Geschenk. Also er hat die Idee, dass du in deiner Wohnung dir so eine kleine Hilfe immer machst, die ja, dich darauf aufmerksam machen, was du alles hast, wofür du dankbar sein könntest. Ja, siebtens, schwören Sie, Dankbarkeit zu praktizieren. Oh, also wirklich ein Schwur zu leisten, dich also wirklich da entsprechend zu binden und zu sagen, ja, das ist ein so wichtiges Teil, diese Dankbarkeit, dass ich jetzt hier nicht nur für dich selber, sondern vielleicht vor anderen schwörst, dass du in Zukunft Dankbarkeit praktizieren wirst. Ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber vielleicht kann es ja helfen. Achten Sie auf Ihre Sprache. Also, da geht es darum, dass wir ja schon
vielleicht sowas sagen wie, ich bin gesegnet mit den Dingen, die so in meinem Leben passieren. Es gibt so vieles, wofür ich in meinem Leben dankbar sein kann. Mein Leben ist ein wunderbares Geschenk. Neuntens, aktivieren Sie Ihre Mimik. Also inwieweit, ja, packst du noch Gesichtsausdrücke dazu, weil die dich nämlich dann auch wieder mit dem Gefühl verbinden. Also kann ich sehen an deiner Mimik, wie weit du wirklich dankbar bist. Oh, in der heutigen Zeit ist das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so neutral, dieses Wort. Zehntens, werden Sie zum Querdenker. Also daran sieht man, dieses Wort hatte eigentlich eine sehr gute Intention auch und ein Mitschwingen, dass ich eben ja wirklich mal quer dagegen gehe und die Dinge in Frage stelle und etwas vielleicht komplett anders drehen. Hier zum Beispiel der Dalai Lama weist seine Zuhörer immer wieder darauf hin, wie dankbar er den Chinesen dafür ist, dass sie ihm die Gelegenheit gegeben haben, seine Feinde zu lieben. Ja, also spannende 10 Tipps und natürlich eine Menge an Untersuchungen, was das gebracht hat für Leute, die entsprechend Dankbarkeit in ihrem Leben eingesetzt haben. Sehr spannend, ist nicht ganz billig, aber wer da sich vertiefen möchte und sagen möchte, Mensch, ich möchte auch andere überzeugen, dass das Thema Dankbarkeit schon auch wissenschaftlich eine Bedeutung hat und erkannt wurde, dass das eben diese Power hat, der sollte sich vielleicht dieses große Buch zulegen. Dann gibt es von dem gleichen Autor ein kleines Büchlein. Das kleine Buch der Dankbarkeit hat er das auch genannt. Und da sind im Endeffekt all die Sachen natürlich auch drin, die in dem großen Buch drin sind. Und dann, ich lese mal die Übersichtskapitel hier vor. Dankbarkeit entschlüsselt. Wofür ist Dankbarkeit eigentlich gut? Vom Funktionieren der Dankbarkeit. Entscheiden Sie sich. Dankbarkeitsmythen. 3 Bausteine. In Bildern und Metaphern. Was können wir daraus lernen? Und dann machen wir mal bei 65, gucken wir mal schnell hinein. Also das hatte ich nur bisher immer überflogen, weil ich eben das große Buch angeguckt habe. Aber ja, feiern Sie das Gute, 3 gute Dinge in deinem Leben. Was gibt es denn da so? Was könntest du sagen? Kultivieren Sie Ihre Dankbarkeit. Vergleichen, aber anders. Was wenn? Ja, ist das Leben nicht schön, fragt er. Ich glaube auch, das ist sehr schön. Ja, also das kleine Büchlein kann sich definitiv empfehlen vom Aufbau her. Es sind immer so kleine entsprechende Seiten mit Überschriften. Hier auch wieder dieses Nikan. Was habe ich getan? Was hat mir der andere gegeben? Und womit habe ich dem anderen vielleicht wehgetan? Und kann aber trotzdem feststellen, dass er oder sie mir noch zugetan ist.
Alles schaut gleich viel besser aus, wenn es als Geschenk daherkommt. Ja, verwandeln Sie Unglück in Wohlergehen. Ja, sehr, 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 sehr schöne einzelne Kapitelchen. Und oh, hier Dankbarkeitsmythen. Ne? Macht Dankbarkeit faul oder naiv? Und andere Sachen. Ne? Dankbarkeit ist nichts als eine naive Form positiven Denkens. Dankbarkeit macht profillos. Oh. Angesichts von Unglück und Leid ist Dankbarkeit nicht möglich. Sie ist unangebracht. Hm. Spannend, spannend. Ja, Robert E. Emmons. Warum ist eigentlich nicht der gleiche komplette? Also bei dem einen, hier bei dem Heine, bitte mit Doktor, bitte Titel. Also er war auch vorher schon Doktor, aber irgendwie ist das hier in dem großen Buch nicht so aufgeführt. Da steht nur Robert A. Emmons, ist Professor für Psychologie an der University of California, Davis und Chefredakteur des Journal of Positive Psycho, der positiven Psychologie. Ja, also beide Bücher empfehlenswert. Gut, ja, ich habe sicherlich noch das ein oder andere Buch da bei mir stehen, aber ja, irgendwann hat sich das auch erledigt, dass ich jetzt da immer noch wieder ein neues Video dazu mache. Es kommt nicht mehr viel Neues dazu oder fast gar nichts, weil wir haben die meisten Dinge schon gehabt in den Büchern. Und ja, du kannst natürlich entscheiden, ob du ja, dir noch andere Bücher anschaust. Ich sage immer, guck doch in jeder Form nach Dankbarkeitsbüchern. Natürlich, klar, ist das Üben von Dankbarkeit selber dadurch nicht ausgeschlossen. Nur es ist immer wieder schön, auch für den Kopf nochmal die Begründung zu haben, warum ich denn das machen sollte. Wenn wir es richtig angegangen sind, dann spüren wir das ja, dass uns das gut tut, dass das wirklich was mit uns macht. Und doch ist es gut, den Kopf immer mal wieder daran zu erinnern, was das für Vorteile hat und dass das schon die Zeit wert ist, da hinein zu investieren. Ja, wenn du es noch nicht weißt, es gibt eine kleine WhatsApp-Gruppe Dankbarkeit, wo, ja, wer mag, immer so etwas schildert, ganz kurz, wofür er sie dankbar ist. Ich habe es mir zur Regel gemacht, eigentlich möglichst drei Dinge zu finden, für die ich gerade aktuell ja, eine Dankbarkeit empfinden kann. Also nicht nur, die mir theoretisch einfallen, wofür ich dankbar sein könnte, sondern wirklich auch spüren kann, dass ich dankbar dafür bin. Und manchmal hilft es eben, ja, sich inspirieren zu lassen von anderen Menschen, zu merken, dass man nicht die Einzige ist, die damit unterwegs ist, obwohl es ja genügend Vorteile gibt. Und doch ist es schön, ab und an ja, von anderen zu lesen, zu merken, ah, guck mal, ja, dafür könnte ich auch dankbar sein. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du gerne ja, mit dazukommen möchtest. Und ansonsten ja, wünsche ich dir eine gute Zeit und danke, dass du meine mehr oder weniger holprigen Buchbesprechungen dann verfolgt hast und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Bis dann.